Ja, hallo liebe Tower Stars Fans, willkommen zu unserem Trainingstalk zur Vorschau auf das kommende Wochenende und ich begrüße recht herzlich unseren Stürmer Tim Brunnhuber nach dem Donnerstagstraining. Ja, Tim, für dich eine anstrengende Woche, du hast Nationalmannschaft gespielt in Regensburg, da habt ihr gegen einen ungewohnten Gegner gespielt. Wie war es da, erzähl mal. War ungewohnt, vor allem wenn man mit der Nationalmannschaft spielt, spielt man natürlich gegen Länder normalerweise. Jetzt durch die Challenge-Spiele probieren wir natürlich uns so gut wie möglich auf die WM vorzubereiten. Lief leider nicht so gut, wir haben 8-5 verloren, nachdem wir das erste Drittel wirklich verschlafen haben. Da war dann einfach der Vorsprung für Regensburg schon zu groß. Wir haben es dann moral nochmal bewiesen und sind auf 8-5 rangekommen, aber ja, es war einfach nicht genug von allen. Und jetzt müssen wir schauen, jetzt haben wir dann in 3 Wochen nochmal ein Challenge-Spiel, dass wir da besser abschneiden. Und dann in der Länderspielpause geht es dann in Deggendorf bei einem Turnier. Das letzte vor der WM dann. Aber pro Stichwort Deggendorf, am Sonntag sind wir da zu Gast. Das ist ja bei dir sozusagen heimatlich um die Ecke. Da werden viele Verwandte, Kumpels und so weiter kommen. Bist du schon ein bisschen nervöser als sonst beim Auswärtsspiel? Nee, nervös nicht. Es ist ein ganz normales Spiel wie immer. Klar, ich habe schon öfter in Deggendorf gespielt, schon auch damals als kleines Kind. Eltern werden da sein, aber meine Mom ist da eh ein großer Fan. Also die ist bei vielen Spielen, also das ist nichts Besonderes jetzt. Dann Deggendorf zu spielen. Deggendorf natürlich ein motivierter Aufsteiger, die bringen immer viel Schwung und Emotion mit. Freiburg natürlich immer ein ganz schwerer Gegner, die haben wir zunächst mal zu Hause. Was denkst du da, was erwartet uns? Ja, ich habe leider noch nie gegen Freiburg gespielt, ich weiß jetzt nicht, wie sie spielen, aber wenn wir so spielen wie am Freitag gegen Dresden, dann denke ich, schaut es ganz gut aus, wenn jeder 60 Minuten Vollgas gibt. In Deggendorf, klar, Aufsteiger ist immer schwer, vor allem dann auch noch auswärts. Aber da bin ich mir auch sicher, wenn wir unser Spiel durchziehen, dann sollte man das an uns reißen. Aber wir durchziehen. Letzte Woche haben wir ein Spiel gehabt. Der Trainer hat gesagt, wir sollen von Beginn an die Initiative ergreifen. 8-1 gewonnen. Du hast 2 Tore geschossen. Deine erste Tore in der DEL2. Wie war das für dich? War es ganz Besonderes? Ich glaube, jemand hat den Pucks irgendwie aufgehoben. Hat er schon Ehrenplatz? Ja, ich habe ihn gleich daheim aufgestellt. Der Zucki hat mir gleich gegeben, der mir auch schön assistiert hat bei dem Tor. War klar. Erstes Spiel, gleich 2 Tore. Kann ich mir nicht besser vorstellen. Aber auch die ganze Mannschaftsleistung 8-1, glaube ich, sagt alles. Die Fans waren, denke ich mal, begeistert von dem, was wir gespielt haben. Und daran müssen wir jetzt weiter anknüpfen und dann hoffen wir, dass es noch lange so weitergeht. Abschließende Frage nochmal kurz zur Nationalmannschaft. Also wenn hier so die Jugendspieler des EV Ravensburg, die kriegen das natürlich mit. Jetzt haben wir hier einen Nationalspieler. Was kannst du so einem Jugendspieler, natürlich die ganz Kleinen wollen es noch nicht so ganz begreifen, aber so mit 11, 12, 13, wenn wirklich so die richtigen die Weggabelungen der Karriere so gehen. Was kannst du da einfach empfehlen? Ja, man muss wirklich jedes Training Vollgas geben, jedes Training gucken, dass man sich verbessert und dann vor allem auch neben Eis immer noch arbeiten. Heißt jetzt bei den 11-12-Jährigen noch nicht vielleicht so mit Krafttraining, aber da kann man so viel mit der Holzkugel zum Beispiel machen, das hilft schon einem. Wirklich immer Vollgas geben und dann gucken, dass man eben erstmal in die Baden-Württemberg-Auswahl kommt. Da empfiehlt man sich dann schon, wenn man dann muss man halt also wirklich einfach immer Vollgas geben und jedes Training gucken, dass man sich ein Stück verbessert und dann wird es auch werden. Gut, dann herzlichen Dank und toi 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 für das kommende Wochenende und wir sehen uns dann am nächsten Montag wieder zum Nachschuss zu unserem ersten Mal mit dem Rückblick des Wochenendes. Bis dahin, macht's gut, tschüss.